Emil Cioran auf den Gipfeln der Verzweiflung vom Tode Teil 3. Jene, die behaupten, dass die Furcht vor dem Tode einer tiefgründigen Rechtfertigung entbehre, weil es, solange ein Ich vorhanden ist, keinen Tod gibt und, wenn man stirbt, dieses Ich sich verflüchtigt, vergessen den eigentümlichen Vorgang allmählicher Agonie. Welche Linderung kann die künstliche Trennung zwischen Ich und Tod einem spenden, der vom überwältigenden Gefühl des Todes aufgewühlt wird? Welchen Sinn kann spitzfindige Tüftelei oder logische Argumentation für jemanden haben, welcher von der Empfindung des Irreparablen tief durchdrungen ist? Alle Versuche, die Probleme des Daseins auf eine logische Ebene umzusetzen, sind nichtig. Die Philosophen sind viel zu dünkelhaft, um ihre Todesfurcht zu gestehen, und allzu anmaßend, um die geistige Fruchtbarkeit der Krankheit anzuerkennen. In ihren Betrachtungen über den Tod liegt vorgegaukelte Heiterkeit. In Wirklichkeit zittern und beben sie mehr als alle anderen. Man darf jedoch nicht vergessen, dass die Philosophie die Kunst ist, Gefühle und innere Qualen zu maskieren, um die Welt über die wahren Wurzeln des Philosophierens zu täuschen. Das Gefühl des Irreparablen und Unheilbaren, welches das Bewusstsein und die Empfindung des Todeskampfes stets begleitet, kann bestenfalls ein schmerzendes, mit Furcht vermischtes Erdulden erklären, auf gar keinen Fall jedoch die Liebe oder die Sympathie für den Tod. Die Kunst des Sterbens lässt sich nicht erlernen, weil sie weder Techniken noch Regeln oder Normen aufweist. Die Unheilbarkeit der Agonie wird im ureigenen Wesen des Einzelnen mit unendlichen Schmerzen und Spannungen erlitten. Der Mehrheit der Menschen fehlt das Bewusstsein der langsamen Agonie in ihrem Innern. Sie kennen nur die Agonie, welche dem endgültigen Eingehen ins Nichts vorausgeht. In ihrem Bewusstsein gewähren allein die Augenblicke dieser Agonie wichtige Offenbarungen des Daseins, weshalb sie alles vom Ende erwarten, anstatt der Bedeutung eines langsamen und offenbarungsschwangeren Todeskampfes inne zu werden. Das Ende indessen wird ihnen viel zu wenig enthüllen, und also werden sie so unbewusst verlöschen, wie sie gelebt haben. Dass sich die Agonie zeitlich entfaltet, beweist, dass die Zeitlichkeit nicht nur ein Wesenszug oder eine Bedingung der Schöpfung, sondern auch des Todes, des dramatischen Sterbevorgangs ist. Hier manifestiert sich der dämonische Charakter der Zeit. In der Geburt und Tod, Schöpfung und Zerstörung verlaufen, ohne dass in diesem Gefüge eine Konvergenz zu irgendeiner transzendenten Ebene emporragte. Nur in der Dämonie der Zeit ist das Gefühl des Unheilbaren möglich, das sich uns als unabwendbare Notwendigkeit entgegen allen unseren intimsten Strebungen aufdrängt. Vollkommen überzeugt sein, einem bitteren Los, welches du anders dir wünschtest, nicht entrinnen zu können, wissen, dass du einer unbeugsamen Fatalität unterworfen bist und dass die Zeit den dramatischen Zerstörungsprozess nur noch vergegenwärtigen wird. Das sind Ausdrucksformen des Unheilbaren und der Agonie. Ist denn das Nichts keine Rettung?
Doch wie kann die Rettung im Nichts erfolgen, wenn die Rettung im Dasein beinahe unmöglich ist? Wie sollte sie in der absoluten Abwesenheit jeglicher Existenz denkbar sein, da es weder im Nichts noch im Sein Heil gibt? Es zerfalle diese Welt mitsamt ihren ewigen Gesetzen zu Staub und Asche.